Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Nee, genau das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht beide haben. Verdammt, ich wollte einen. Jetzt habe ich ein Problem. Könnte ich das vielleicht doch noch hinkriegen? Nein, komm! Okay, das hatte nicht geklappt. So, dann laden wir hier nochmal. Ich will einen von denen haben. Einer wird mir schon reichen. Ja, erstmal am Hintern hier kratzen. Ja, komm du näher, bitte. Nur einer. Was ist denn eigentlich hier jetzt gerade los? Was ist denn das hier jetzt für ein Bug? Mit dem Schatten. War das gerade auch so? Oh nein. Ich wollte jetzt nur einen haben. Hallo. Okay. Einer wird mir reichen. Komm. Komm, nur ein. Ach nee. Okay, dann wenn wir gegen beide kämpfen müssen. Autsch. Ja, das wird wohl nix. Das wird wohl nix. Wie kriegen wir einen von denen zu uns rüber? Scheint wohl keine gute Idee zu sein, was ich hier mache. Okay. So. Vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Einen anzulocken. Den da. Komm, hör auf dich zu bewegen. Ich muss vielleicht noch ein bisschen näher. Nee, das wird nix. Das wird wohl nix. Okay, du hast dich hier schon aufgeben. Mit der Jagd. Die sich bewegen. Wie viel Skill habe ich eigentlich in den Armbrust? Nur 18%. Ja.
Na egal, dann, was müssen wir machen? Der Mörder von Angus und Hank. Bill war völlig fertig, als sie ihn von Angus und Hanks Tod unterrichtet haben. Er will den Namen des Mörders. Malcolm. Owen hat gesagt, dass dort unten Wasser ist und Malcolm zunächst noch gelebt hat. Aber nach einer Weile war alles still. Garretts Kompass? Greg hat Garrett einen wertvollen Kompass abgenommen. Garrett vermutet, dass er ihn irgendwo am südlichen Strand verbuddelt hat. Am südlichen Strand? Meint er den da links? Komme ich da hin? Wir haben ja jetzt eine Spitzhacke. Können wir mal suchen gehen? Dann kommen wir hier später nochmal wieder zu den Orks. Ich finde es echt doof, dass wir einfach, was die Orks angeht, einfach viel zu schwach sind momentan. Dass wir nicht in der Lage sind, die kaputt zu machen. Aber dann gehen wir mal hier in Richtung südlichen Strand. Im südlichen Strand wollte ich schon sagen. So. Und da hinten soll das irgendwo verbuddelt sein. Feuerwarane. Ist auch schon mal super. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? So, ein Drink für Brandon. Brock ist Brandon nicht gut genug. Er will einen schneller Hering. Das Zeug gibt es nur bei Samuel. Habe ich einen schnellen Hering? Von Samuel schon geholt? Wo waren denn nochmal? In der Höhle da hinten, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall zu den Orks kommen wir später nochmal wieder. Wir müssen zusehen, dass wir auf jeden Fall stärker werden. So, wo war die Höhle jetzt nochmal? Hier. Nee, das ist die falsche Höhle. Hä? Das war jetzt wirklich die falsche Höhle. Wo finden wir noch mal Samuel? In der Höhle, glaube ich, ja. Ich will meine Ration Grog abholen. Ich will was Stärkeres. Ich will was Stärkeres. Was darf sein? Schneller Hering. Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. Alles klar. Dann machen wir hier mal Ende. Dann haben wir einen schnellen Hering. Für wen jetzt? Brandon. Brandon. Können wir die Quest zumindest abschließen? Wenigstens eine. Pirat, Matt, Brandon.
Nimm diesen schnellen Hering. Ich nehme diesen. Ah, geht runter wie flüssiges Feuer. Gibt's was Neues? Warte mal. Nee, kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Immerhin. So, bring mir was bei. Bring mir was bei. Stärke, okay, er kann mir Stärke und Geschicklichkeit nochmal beibringen. So, dann Garrett, der kann verkaufen. Pirat. So, okay, Skip ist auf dem Trockenen. Die Höhle ist wohl in dem Talkessel östlich des Lagers, direkt beim See. Ich habe was anderes gehört. Stellt sich das immer so einfach vor? Was wollte ich. Was? Wird sich das jemals. Da waren wir doch, oder? Mit ihm zusammen sogar. Wegen Angus und Hank? Wegen Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Das hab ich noch gar nicht sie sind gewusst. Tot. Mausetot. Ach, die armen Teufel. Tja. Hatte ich auch nicht anders erwartet. Du solltest die Sache Bill erzählen, falls du es nicht schon getan hast. Aber bring's ihm schonend bei. Er ist noch jung. Und wegen des Grogs? Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. Nee, nach Corinus will ich jetzt noch nicht. So, Bill war der. Den hatten wir eigentlich schon gesagt, ja. Erzählt gehabt. Hey, du. Taschendiebstahl, der kann. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Okay, dann. Angus und Hank sollten sich mit ein paar Banditen treffen, um zu handeln. Sie wurden nie wieder gesehen. Suche nach Morgan und Bill blieb erfolglos. Angus und Hank hatten östlich des Lagers eine Höhle. Alligator Jack könnte mehr darüber wissen. Alligator Jack hatten wir ja aber auch schon deswegen angequatscht. Und in der Höhle waren wir eigentlich schon. Das war doch schon vorher klar. Die versunkene Stadt. Nefarius meinte, sie sollte mit Satras über die untergegangene Stadt sprechen. Das könnten wir auch mal machen. Mit den Magiern quatschen. Alligator Jack kann ja uns auch nichts Neues erzählen. Sagen wir mal so. Und dann könnte ich mal schauen, ob ich da nicht noch vielleicht das ein oder andere Viech finde, was ich erlegen kann. Ja, ich wünschte aber auch wirklich, ich hätte eine bessere Rüstung. Und ein besseres Schwert. Warte mal. Stärke sind wir bei 95. 5 Stärke fehlen mir noch. Wie komme ich an die 5 Stärke ran? Goldener Ring, Spruchrolle, Entermesser. Ah, okay, schade. Einhandtalentbonus, benötigte Geschicklichkeit. Warte mal. 18 Geschicklichkeitspunkte zu wenig, schade. Okay, 105, also den brauche ich dann nicht. 110, 115 Runen macht. Dafür habe ich 20 Punkte zu wenig. Eine Goblinhöhle.
Wollen wir da mal rein? Das sind Punkte. So, komm. Goblin Krieger. So, komm. Ich will euren Loot haben. Da ist nichts zu holen. So, Wolfsfell, Trank. Noch ein Wolfsfell. Wacholder haben die, warum auch immer. Okay, hört ihn nach dem Schattenläufer an. Ja. Immerhin. Immerhin haben wir es geschafft. Und ein Plank. Und was haben wir hier? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Silberner Ring, nice. Trank. Edles Langschwert. Hey. Ja, jetzt haben wir. Sehr viel Gold auf jeden Fall. Sonst gibt es hier nichts mehr. Aber die Punkte wollte ich mitgenommen haben, immerhin. Punkte haben oder nicht haben, ja. So, das heißt dann aber, wir können hier wieder gehen. Und zu Nefarius. Warte mal, ist das der richtige Weg? Sieht danach aus. Weidenbeeren. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr oben. Wohin führt das da? Ich bin mir nicht sicher, ob ich dahin gehen will oder jetzt schon hin will. Wir müssten das trotzdem mal riskieren, einmal um zu gucken, sind wir dem überhaupt gewachsen? Wie viel hier einfach in dem Gras versteckt ist.
Ich finde es auch krass, wie viel wir jetzt eigentlich gesammelt haben. Oh, wo kommen die denn her? So, mehr Loot gibt's hier doch nicht, ne? Außer beiden Bären jetzt. Da haben wir noch ein bisschen was. Noch mehr beiden Bären. Und was haben wir hier? Beiden Bäre. So, mit wem muss ich quatschen? Mit Saturas. Okay. Riordian. Da ist Saturas. Moin, moin, Saturas. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Radames, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Wegen Raven? Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Ja, wir kennen ihn noch. Wegen der Reliquien? Wegen der Reliquien. Ich denke, ich habe ja was für dich. Diese Art von Steintafeln kennen wir bereits. Die bringen uns jetzt nicht weiter. Es muss noch mehr geben als das. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Okay. Adanos möge dich schützen. Okay, haben wir dann noch was anderes? Reliquien? Saturas will, dass ich ihm alles bringe, das Aufschluss über das alte Volk der Erbauer bringen kann. Raven. Raven wird zusammen mit seinen Banditen im Osten des Tals. Okay, da kommen wir aber noch nicht so wirklich hin. Im Osten. Ich würde vielleicht nochmal speichern. Auch die 2. Und dann da mal runtergehen. Und mal gucken, was wir hier finden. Blutfliegen. Das sind Punkte. Komm. Punkte sind Punkte. Da ist nichts zu holen. Was ist das? Ah, ein zwei Warane. So. Punkte sind Punkte. William! Ich habe William gefunden. Der ist schon mal tot, okay.
So, der hat einen Brief gehabt. Den müssen wir uns einmal durchlesen. Lucias Abschiedsbrief, Notiz. Die Notiz hatte der Fischer William bei sich. William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Vielleicht dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldampf folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu kommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Hat sich das aktualisiert? Die Vermissten? Die Leiche eines Fischers liegt in den Ruinen östlich des Lagers der Wassermagier. So, okay. Joe und Lucia fehlen noch. Park und ein Händler in Kunis behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Und Lucia. Elbridge will nicht glauben, dass Lucia mit den Banditen freiwillig mitgegangen sein soll. Er hofft trotz ihren eindeutigen Abschiedsbrief immer noch auf ihre Rückkehr. Ja, da bin ich gespannt, wie auf die Vermissten reagiert wird hier. Alter. Der war aber richtig mies. Der hat sie richtig mies versteckt. Alter. Da leuchtet was. Ein Ring. Was haben wir hier jetzt alles eigentlich für Ringe eingesammelt? So, Ring der Lebenskraft. Ring der Priester. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Ring der Priester, Ring der Heiler. Ring der Heiler. Ist hier noch ein Razor irgendwo? Aber der war richtig scheiße. Der eine. So, da sind die Heuschrecken wieder. Speichern wir mal auf die 1. Komm. Ja, komm. Pflanze, nice. Hier sind Tränke. Ach, hier liegt ein Toter. Wo geht's dahin weiter? Ui. Hier ist ja noch ein Schatz. Den graben wir noch aus. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nehmen wir alles mit. Was war das für ein Eintopf? Ich hoffe eins, dass es irgendwie Stärke gibt. Was ist das hier eigentlich für ein Buch? Heuerbuch. Aha, Francis Heuerbuch. Der Mann scheint sich eine Menge Gold in die eigene Tasche zu wirtschaften. Oh. Okay. So. Dietrich haben wir noch gut. Schatulle haben wir jetzt nichts drin. 7 Erz. Die machen wir mal auf. Alte Steintafel. Wo war jetzt der Eintopf?
Ah, der gibt nur Lebensenergie. Okay, hier kommt man nicht mehr hoch. Toll, hier komme ich auch gar nicht mehr hoch. Ah, hier. So, und hier sind wir jetzt auch immerhin wieder oben. So, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Eventuell bringen wir hier den Ring wieder zurück, Morgens Ring, den wir da haben. Und ja, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos und ciao.